Hallo, herzlich willkommen zum Caravan-Blog von Reismobil International. Mein Name ist Juan Gamero, auch hier wieder von der CMT in Stuttgart auf Neuheitenfang für Sie. Ich stehe hier vor dem Francia i 840 Plus, einem vollintegrierten zum Grundpreis von 114.500 Euro, der es in sich hat. Der Grundriss ist komfortbetont und nahezu einzigartig. Lassen Sie uns kurz reinschauen. Bequemer geht es kaum. Eine Rundsitzgrube, die sich über 270 Grad erstreckt. Schöner als zu Hause, möchte man sagen. Wohlfühlfaktor Premium. Das ist der Francia i 840 Plus. Super Sache hier im Bad. Fast wie im Hotel, möchte man meinen. Ein schickes Bad steht hier zur Verfügung mit einer Kassettentoilette. Und hier eine Haushaltsduschkabine. Also viel Bewegungsfreiheit und ordentlich Komfort. Kastenwagen-Spezialist Burow hat ein neues Projekt. Geländetaugliche Freizeitfahrzeuge. Im Hintergrund steht der nagelneue Oman auf Ford Ranger Basis. Der Hammer knapp 50.000 Euro, voll ausgestattet, winterfest. Keine Absatzkabine allerdings, braucht man eigentlich auch nicht. Die kompakten Abmessungen des Fahrzeugs täuschen. Innen wirkt der Oman größer, als er von außen zu sein scheint. Das liegt an der ausgefeilten Raumaufteilung. Schauen Sie kurz rein. Geschlafen wird über dem Fahrerhaus in einem Alkovenbett. Gespeist wird an der Zweierlängsbank davor. Besonders interessant, im kompakten Bad lässt sich das Waschbecken zur Seite schieben. So hat der Reisemobilist mehr Bewegungsfreiheit. Neu im Programm von Bürstner ist der Citycar C600. Ein Kastenwagen zum Preis von knapp über 40.000 Euro mit einem variablen Innenraum. Im Citycar C600 ist der Transport von Fahrrädern oder einem Motorroller kein Problem. Im Mittelgang passen die Beiboote rein. Zum Schlafen wird das Bett einfach runtergeklappt. Upp, und schon ist das Bett fertig. Gefällt Ihnen dieses Fahrzeug? Wenn Sie mehr über die Frühjahrsneuheiten erfahren möchten, dann lesen Sie doch Reisemobil International, nächste Ausgabe, demnächst im Kiosk.